Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Desert Park. Und ihr seht hier schon, unsere fünf neuen Bewohner haben sich hier schon ein bisschen eingelebt. Und die haben natürlich ganz tolle Namensvorschläge wieder von euch bekommen. Ich würde sagen, die lösen wir jetzt als allererstes mal auf. Da haben wir zum einen hier Wolli als ersten Strutium Mimus. Als zweiten haben wir hier Jojo. Dann Nummer 3 Nairobi. Und zu guter Letzt, da hinten der hat den Namen Schnäbelchen bekommen. Also sehr, sehr schöne Namen. Und ich muss nochmal sagen, zu den Skins hier, ich finde, der passt wirklich wunderbar hier in die Wüste. Ich finde es auch cool mit diesem etwas pinken, rosanen hier oben auf dem Kopf. Das finde ich sehr, sehr nice. Also sehr, sehr schöner Skin, den Strutiumimus hier hat. Oder der Strutiumimus hier hat. Und ja, dann kommen wir zu guter Letzt zu unserem Giganotosaurus. Der hat natürlich auch einen sehr passenden Skin. Ist ja auch ein Wüstenskin, ne? Muss ja passen. Und der hat den Namen King Ghidorah bekommen. Also ein sehr, sehr cooler Name. Vielen, vielen Dank für die tollen Namensvorschläge. Falls ihr jetzt nicht dran gekommen seid, seid bitte nicht traurig. Wir werden noch einige Dinosaurier freilassen. Wir können ja mal uns eben einen Überblick verschaffen. Und ja, dann seht ihr schon, es sind noch nicht genug für diese große Wüste, ne? Also es sind auf jeden Fall noch nicht genug Dinosaurier. Wir müssen noch mehr freilassen, definitiv. Und ich denke, diese Folge werden wir sogar relativ viele freilassen am Ende. Aber mal schauen, wir machen uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen ans Bauen und dann gucken wir mal weiter. Das hier ist ja momentan unsere Wüste und ich finde sie schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Sieht schon sehr wüstenmäßig aus. Aber ihr habt noch zahlreiche Tipps in die Kommentare geschrieben und sowas. Die habe ich mir alle auf mein Zettelchen hier geschrieben. Und ich würde sagen, die gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch. Als ersten Tipp habt ihr so geschrieben, ich könnte ja kleine Quellen um die Oase herum bauen. Also ist keine schlechte Idee. Aber viele von euch haben auch geschrieben, ich soll nicht zu viele, ja, kleine Oasen und Wasserquellen und sowas bauen, weil sonst die Wüstenoptik kaputt geht. Also ich denke mal, ich werde da gar nicht mehr so viel mit rumspielen. Vielleicht auf dieser Seite hier vorne. Hier vielleicht nochmal die ein oder andere Oase. Vielleicht eine hier oben. Und dann soll es, glaube ich, schon fast reichen. Dann werden wir noch vielleicht so ein bisschen hiermit das Ganze anpassen, den Berg und die Dünen so ein bisschen anpassen. Und dann ist die Wüste eigentlich schon relativ gut am Start. Wir müssen natürlich noch mehr Futterspender verteilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach damit sich die Dinosaurier ein bisschen mehr verteilen, weil sonst hängen die alle auf einem Ort. Hier vorne ist mir das schon ganz gut gelungen, auf der Seite. Hier war ich ja noch nicht am Bearbeiten. Also ich denke mal, wenn wir das hier auch noch so machen mit den Futterspendern, passt das schon. Hier haben wir auch noch eine gute Ecke und hier hinten natürlich auch. Müssen wir alles noch überarbeiten. So, wo war ich stehen geblieben? Der nächste Punkt ist ein ausgetrocknetes Flussbett, könnte ich versuchen zu machen. Ja, coole Idee, aber ich glaube, das wird relativ schwierig mit den Dekomöglichkeiten, die wir haben. Weil es weder irgendwie vertrocknete Pflanzen noch irgendwie sehr trockenen Boden gibt, außer hier diesen Boden. Und ich finde, ja, der sieht jetzt nicht so mega vertrocknet aus. Also könnte einen besseren geben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das mache. Aber eine coole Idee, dankeschön. Dann hat jemand reingeschrieben, dass das Innovationszentrum hier aussieht wie eine Pyramide. Finde ich auch eine sehr coole Idee. Hast du vollkommen recht. Das Problem ist nur, wo ist denn das Innovationszentrum? Ist das nicht hier? Doch. Okay. Ist natürlich eine Pyramide. Das Problem ist nur, wo soll ich das hinmachen? Es ist halt wirklich, wirklich groß. Man könnte halt überlegen, ob man den Eingangsbereich hier noch umbaut und das gegebenenfalls irgendwie hier noch mit hinmacht. Es wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil, ja, ich finde den Eingangsbereich jetzt noch nicht so mega ideal, muss ich sagen. Der ist halt, hat halt gar nichts mit einer Wüste zu tun. Ja, vielleicht machen wir da nochmal was, aber die Idee finde ich sehr, sehr cool. Vielleicht können wir auch hier nochmal so ein bisschen Sand oder so einbauen, damit das nicht ganz so grün ist. Dann der nächste Punkt. Die Einschienenbahn. Soll ich Zahl oder Lauf nennen? Das machen wir. Das machen wir. So, Zahl oder Lauf. Sehr gut. Toller Name. Da würde ich auf jeden Fall bezahlen, weil ich bin lauffaul. Gerade in so einem großen Park. Vor allem kann man ja hier gar nicht laufen. Wie soll man denn hier wieder von hier aus wieder zum Dings kommen? Das heißt, man muss bezahlen. Gemein. So. Ein Sandsteinberggebiet könnten wir versuchen zu bauen. Auch eine sehr coole Idee. Dann fehlen die Tore bei den Besucherbereichen, bei einigen. Habt ihr geschrieben. Also hier haben wir natürlich ein Tor, hier haben wir kein Tor und hier haben wir auch kein Tor. Das heißt, hier müssen wir eigentlich noch Tore einbauen. Danke für den Tipp. Ich soll dann noch mehr Steine bauen, habt ihr geschrieben. Und dann kommt noch als letzter Punkt, das habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt, nicht zu viele Oasen. Okay, das waren so die Hauptpunkte, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Das wird mir auf jeden Fall sehr helfen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit. So, wir werden jetzt wieder ein bisschen die Ränder überarbeiten, würde ich sagen. Also wie hier vorne.
Und ich finde eigentlich, dass das hier ziemlich gut gelungen ist, der Übergang zwischen Gras, Stein und Sand so. Seht ihr das, dass der Sand noch hier so ein bisschen reingeht? Das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Ich glaube, so in der Optik muss ich das vielleicht noch hier oben auch so ein bisschen machen, weil hier ist gar kein Sand mehr zu sehen. Und dadurch sieht das irgendwie, ja, nicht so, ja, nicht so wie so ein schöner Übergang aus. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, ich muss hier auch noch ein bisschen mit Sand arbeiten später. Aber wir werden uns jetzt erstmal hier so ein bisschen am Rand vorarbeiten. Hier habe ich ja nochmal so einen kleinen Wasserbereich gemacht. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja, ich muss eigentlich fast überlegen, ob ich hier nicht nochmal so eine kleine Oase mache. Ich glaube, ich werde hier oben nochmal eine kleine Oase machen. Das machen wir jetzt, glaube ich, als erstes. Und dann soll es das, glaube ich, schon fast mit Oasen gewesen sein. Viel mehr werde ich nicht machen. Ich mache auch, glaube ich, nur eine ganz kleine. Damit wir hier nicht zu viel Wüstenoptik verschwenden. Natürlich würde ich hier auch gerne wieder Futterspender unterbringen. Problem an Futterspendern ist natürlich, dass die ja, Gras mit sich bringen. Ihr wisst ja, wie es ist. So. Ich weiß nicht, ob das schon fast zu groß ist. Ja, definitiv. Also der Wasserbereich ist viel zu groß. Aber die Tools, da gibt es halt nicht in kleiner. Ich wähle wirklich nur so einen kleinen Wasserbereich. Und dann machen wir. Ich glaube, ich mache da nur einen Futterspender hin. Nur mal so einen. So. Ich glaube, den kann man sogar noch näher platzieren. Bin mir ziemlich sicher. Versuchen den jetzt so nah, wie es geht, ans Wasser zu platzieren. Okay, das ging sogar ziemlich, ziemlich gut. Dann können wir hier nämlich. Hier den Übergang machen. Okay, das ist gar nicht mal so viel grün hier geworden. Das ist nice. Ich kann das sogar noch ein bisschen besser hier gestalten. So. Und den Rest machen wir dann mit Palmen und mit. Ich würde sagen, wir platzieren erstmal die Palmen. Die machen, nehmen wir jetzt einfach die manuellen Palmen, die es gibt. Ach, das ist gar keine Palme. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Ich wollte natürlich hier die Palme nehmen. Erstmal vom Palmen reden und einen normalen Baum platzieren. Auch nicht schlecht. So, und noch so eine große Palme. Und dann reicht mir das eigentlich schon fast. Mach natürlich noch so ein bisschen Gräser und so hin. Aber von der Größe her finde ich die dann schon ausreichend. Da kann sich auch keiner beschweren. Wen nehme ich denn hier? Die finde ich eigentlich ganz cool, die Gräser. So, und dann haben wir hier nochmal eine kleine Oase geschaffen. Ja, die sieht doch gut aus. Ist auch nicht zu groß oder so. Also ich denke mal, das passt. Und wir müssen natürlich hier nochmal echt viel überarbeiten, was den ganzen Berge und so angeht. Die sehen hier noch sehr, sehr komisch aus. Das mit den Dünen werde ich auf jeden Fall nach und nach so ein bisschen anpassen. Hier so ein paar bräunliche Stellen finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Das sieht so ein bisschen ausgetrocknet aus. Das ist eigentlich ganz nice. Ansonsten, ja, wie gesagt, diese Dünen und so, die werde ich alle nach und nach anpassen. Aber wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen am Rand weiter entlang. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Futterspender am Rand. Was haben wir denn hier? Großen Pflanzenfresser, Futterspender. Hier haben wir dann den nächsten kleinen. Das heißt, für hier sollte nochmal ein kleiner Pflanzenfresser, Futterspender irgendwo hin. Den können wir eigentlich direkt hier vorne einfach an den Rand machen. Der stört eigentlich gar nicht. Jetzt verschwindet natürlich ja der ein oder andere Baum, aber das ist auch nicht schlimm. Wie ist das eigentlich, wenn wir hier nochmal so ein bisschen. Schon echt ein bisschen her. Aber ich muss auch sagen, dass momentan echt so ein bisschen die Luft raus ist bei JWE, weil es fehlt einfach ein Update. Es gibt einfach so wenig Möglichkeiten. Und naja, bald kommt ja Planet Zoo, darauf freue ich mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon darauf. Müsste, glaube ich, schon in 10 Tagen kommen, die Open Beta. Dann können wir schon das erste Mal zocken. Und dann können wir uns auch wieder kreativ ausleben. Da haben wir auch mehr Möglichkeiten. Mega, mega nice. Ja, wir sollten natürlich auch noch hier oben. Welches Gras haben wir denn da genommen? Ich glaube, das hier, ne? Ist das nicht mal anders? Ach nee, ich habe jetzt auf Natur da oben geachtet. Seht ihr, wie ich raus bin? Ich habe hier mal Klippe genommen, ne? Dass man auch hier das ein oder andere Klippengras noch in die Wüste platziert. Ja, man darf leider nicht übertreiben. Ich versuche mal hier die Bäume komplett zu entfernen. Genau. Und dann versuche ich mal hier so ein bisschen anzuheben, dass wir hier sozusagen nochmal so einen kleinen Berg haben. Ich will aber nicht, dass die. Da muss ich echt aufpassen, dass die Strecke zu steil wird.
Weil das passiert wirklich schnell. Der Berg soll auch nicht zu krass werden. Einfach nur so ein kleiner felsiger Berg soll das werden. Bietet sich, glaube ich, in der Ecke ganz gut an, sowas zu bauen. So, und jetzt müssen wir nochmal hier eben gucken wegen der Strecke. Ist halt echt immer gefährlich, dass Strecken zu steil werden, aber das geht hier echt noch klar. Sieht man halt auch immer ganz schlecht, da muss man ganz nah rangehen mit der Kamera. Ansonsten also kennt man das gefühlt gar nicht. So, und dann machen wir hier mal eben Klippe. Dann haben wir hier nämlich nochmal so einen kleinen Berg. So, hier vorne mache ich den Baum auch nochmal weg. So, sehr schön. Und jetzt machen wir nochmal ein paar Felsen da drauf. Oder hier vorne hin oder so. Da zum Beispiel. Hier. So, das reicht schon fast. Und dann können wir gucken, dass wir hier noch irgendwie den Futterspender hier vorne auf der Vorderseite, glaube ich, hinmachen. Das finde ich ganz cool. Da müssen wir halt dann nur schauen, dass wir hier irgendwie so einen Übergang machen. Wird gleich noch schöner, Leute. Ihr wisst nur, ich muss halt immer vorher unten drunter pinseln, damit das da unter grün ist und nicht so komisch aussieht. So, jetzt machen wir mal eben... Perfekt. Jetzt machen wir hier am Rand noch so ein bisschen grünlich. Nicht zu viel. Und nur ganz leicht schimmern. Oh, da will ich natürlich keinen Stein hin machen. Wobei, wir können hier den Boden auch noch so ein bisschen felsig machen, logischerweise. Weil das ja relativ nah am Felsen ist. Aber ich will es nur so ganz leicht durchschimmernd. Genau so. Genau wie hier am Rand. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oh ja, das sieht ja schon mal ziemlich gut aus. Oh ja, das gefällt mir. Ja, super. Und dann müssen wir natürlich jetzt noch mit Bäumen und Gräsern und so ein bisschen arbeiten. Ja, ich hätte am liebsten hier noch so ein paar Bäume. Auf der Innenseite. So. Wird natürlich dann sehr, sehr grün hier. Aber das bleibt nicht aus. Da oben will ich gar nicht so viele Bäume haben. So reicht mir das schon fast. Okay. Und vielleicht können wir dann hier den einen oder anderen Baum noch hinbekommen. Ja, das ist schon wieder zu viel. Ich glaube, wir sollten die echt manuell hier setzen. Haben wir zwar nicht so viel Auswahl, was Bäume angeht, aber dann kriegen wir wenigstens nicht diese ganzen blöden Gräser und so mit. Die will ich hier nämlich nicht unbedingt haben. Die wollen wir nämlich auch manuell platzieren. Gräser. So, das sieht doch schon ganz cool aus. Hat man hier mal so eine kleine Variation drin. Hier werde ich auch noch ein paar Bäume hinmachen. Na, passt immer gut. So, sehr schön. Nehmen wir den einen oder anderen Baum. Und dann passt das doch eigentlich schon. Das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Hier vorne müssen wir den Übergang noch machen mit Bäumen. Haben wir hier dann nochmal so eine kleine Ecke, wo zumindest ein Felsen ist. Ich weiß nicht, ob diese Bäume hier so nice sind. Aber die könnte man schon fast weglassen.
Geht nicht so viel Wüstenoptik verloren. Ich finde es ganz cool. Hier so ein bisschen Variation am Rand drin. Ist halt so ein bisschen wie hier. Hier ist es ja auch ganz gut gelungen. Ich mache hier nochmal so ein paar Stellen, die durchschimmern, was Sand angeht. Sieht das Ganze ein bisschen wüstenmäßiger aus. Hier oben ist schon fast ein bisschen zu viel. Ein bisschen dunkler. Aber ich finde, das macht schon viel aus. Das müssen wir in dem anderen Bereich unbedingt auch noch machen. Damit das da ein bisschen sandiger wirkt. Also sieht das schon sehr, sehr cool aus. Ja, hier an den Stellen ist es tatsächlich ziemlich, ziemlich schwierig, das dunkel zu markieren. Die Wüste ist auch hier relativ flach. Ich weiß auch nicht, ob ich die so mega dünenmäßig mache. Es gibt halt voll die verschiedenen Wüsten. Es gibt halt ziemlich bergige Wüsten. Es gibt Wüsten, die sehr flach sind. Es gibt halt so alles. Aber ich will das auch jetzt nicht zu hügelig überall machen. Ich mache hier noch so ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Aber ich finde, es sieht schon eigentlich ziemlich gut aus hier mittlerweile. Ich habe hier vorne mal noch so ein bisschen grün gemacht, was sich so ein bisschen reinzieht in die Wüste, dass man hier auch noch ein bisschen Abwechslung hat. Aber es sieht doch schon ziemlich, ziemlich nice jetzt mittlerweile aus, oder? Ich würde sagen, jetzt erstmal gestalten wir hier weiter. Und ich glaube, ich möchte mal hier hinten bei dem Bereich auch ein bisschen was ausprobieren. Ich würde hier auch gerne nochmal so ein bisschen, ja, bergig werden und mal so ein, was hattet ihr geschrieben? Sandgesteinsberg versuchen. Das habe ich ja schon mal in der ersten Folge gemacht. Den habe ich ja hier gehabt und den habe ich ja irgendwann abgerissen. Aber ich glaube, wenn wir den hier am Rand machen, dann könnte das gar nicht so schlecht aussehen. Also ich werde jetzt hier wirklich relativ viel erhöhen erstmal. So, das Ganze ist jetzt mal hier so ein bisschen angehoben. Und jetzt können wir echt probieren, hier nochmal so einen kleinen Wasserbereich oben irgendwie zu machen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das später gut aussehen wird. Ja, und jetzt war halt die Idee, das wieder so ein bisschen so zu gestalten, wie wir schon mal hatten. Nämlich so und dann mit Stein zu arbeiten. Ich weiß halt nicht, ob das später aussehen wird. Wir nehmen erstmal hier einen kleinen Stein zum Beispiel. So. Hätte man halt so eine Ecke mit ganz vielen Steinen und sowas. Ich glaube, das würde gar nicht aussehen, ne? Okay, naja, das würde auf jeden Fall die Wüstenoptik kaputt machen. Da kann ich lieber hier in die Ecke nochmal eine kleine Oase oder sowas machen. Also ich glaube, das macht absolut keinen Sinn hier mit dem Berg. Ja, Leute, ihr merkt schon, das ist jetzt relativ viel ausprobieren hier. Ich speichere deswegen auch immer ab, damit wir wieder laden können und das nicht alles wieder rückgängig machen müssen manuell. Das wäre nämlich sehr anstrengend. Ich versuche aber hier nochmal so ein bisschen trotzdem anzuheben und dann hier nochmal so ein bisschen Klippe zu machen zumindest. Ja, hier geht natürlich wieder gar nichts, weil ich hier so viele Gräser habe, Klippe angeht, als den vom Rasen, Rasen zu Sand. Deswegen mache ich das gerade ganz gerne. Wir müssen hier nochmal ein bisschen Gräser entfernen, damit wir die Klippe kriegen. Aber auch nicht zu hoch gehen. Sehr schön. Und dann kann man nämlich hier schon nochmal so ein bisschen entlang zeichnen. In die Ecke. Kann ja sogar ein bisschen größer sein, das macht ja nichts. Also finde ich das eigentlich schon ganz schön. Und ja, da brauchen wir natürlich Futterspender. Die sollten wir vielleicht als erstes platzieren. So. Und Fleischfresser oder Pflanze? Ich glaube, ich mache ja auch Pflanze hin. Ach, meine Güte. Klicken mich aber auch heute hier doof durch. Naja, ist ja nicht weiter schlimm. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier einen schönen Übergang hinbekommen. Ich kann das dann ruhig so ein bisschen leicht felsig wieder werden, würde ich sagen. Sehr schön. Vielleicht können wir dann auch hier nochmal den ein oder anderen Felsen einbauen. Vielleicht so halb ins Wasser, das finde ich ganz cool. So. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Und vielleicht hier vorne nochmal. Sehr schön. So sieht das doch schon mal ziemlich, ziemlich gut aus. Ich kann hier nochmal vereinzelt ein paar Bäume drauf platzieren. Die Strecke kann dann ja ruhig dahinter langlaufen, das ist in Ordnung.
Und jetzt nochmal hier mit so ein bisschen Sand, das nochmal sandiger gestalten. Aber so reicht das eigentlich schon fast. Bin ich schon fast zufrieden mit. Ich versuche nochmal hier das ein bisschen sandiger zu machen. Ja, der Übergang ist ja halt echt schwer, ne? Den vernünftig hinzubekommen. Vielleicht können wir hier nochmal eine Palme hin platzieren. Altes Ding. Wir wollen nämlich manuell eine Palme machen. Hier nochmal eine Palme hin. Jo, das sieht doch ganz cool aus. Können wir so lassen, denke ich. Und ja, dann können wir hier nochmal so ein bisschen überarbeiten. Und dann können wir eigentlich schon für diese Folge wieder neue Dinosaurier freilassen. So lasse ich das erstmal. Ich habe jetzt hier so ein paar trockene Büsche hingemacht, aber viel mehr ging dann auch nicht. Und so ganz minimal Gras. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden hier mit der Ecke. Viel mehr will ich da gar nicht verändern. Unsere Dinosaurier müssten jetzt frei sein oder fertig sein. Und ihr seht schon, wir machen heute 2 Carnotaurus im Wüstenmuster und nochmal 3 weitere Struthiomimos. Ich würde sagen, die lassen wir als erstes frei. Die Struthios. Und denkt auf jeden Fall wieder an schöne Namensvorschläge für die neuen Dinosaurier. Insgesamt müssen wir dann jetzt, glaube ich, 7 Struthiomimos haben. Das ist, denke ich, eine gute Anzahl. Das ist, glaube ich, sehr, sehr nice. Immer schön alles im Wüstenmuster, damit es einheitlich ist. Ich suche tatsächlich auch nur Dinosaurier raus, die ein Wüstenmuster haben, weil einige haben es ja gar nicht. Ich zeige es euch mal zum Beispiel. Oh, den habe ich hier noch gar nicht freigeschaltet bei dem Speicherstand. Der wäre auch cool, ne, für die Wüste. Cooler Dinosaurier. Zum Beispiel hier den Metrikanto finde ich sehr, sehr cool. Aber da der kein Wüstenmuster hat, der hat lebhaftes Küstengebiet, Regenwald, Tiger, Waldland. Da der kein Wüstenmuster hat, gehe ich mal davon aus, dass der auch nicht in der Wüste gelebt hat. Also ist doch eine ganz gute Herleitung, denke ich, oder? Ja, stimmt wahrscheinlich nicht, aber Wüstenmuster ist natürlich am besten hier für die Wüste. Aber ich finde den Metria an sich mega cool und den mache ich eigentlich sehr, sehr selten. Aber der hat sehr tolle Skins. Aber die würden wahrscheinlich hier auch nicht in die Wüste passen, weil die so bunt sind. So, jetzt lassen wir mal den Kano frei im Wüstenmuster. Habe ich auch 2-mal im Wüstenmuster hier gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt, wie er aussieht. Haben wir wieder einen weiteren Fleischfresser. Der hat auf jeden Fall einen sehr passenden Skin. Das ist nice. Kamera. Ego-Perspektive. Dödüm, dödüm, dödüm. Wir gehen auf Struthio-Jagd. Ah, vielleicht doch nicht. Das ist aber witzig. Was ist das denn für eine Kamera? Okay, jetzt geht's wieder. Was zur Hölle? Ne, ist aber echt ein cooler Skin, der passt gut. Ich glaube, ich hätte alle Dinosaurier in dieser Farbe ungefähr gemacht. Das wird mega nice aussehen. Die meisten habe ich ja sogar gemacht. Aber am Anfang habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Spielraum mir gelassen, was die Farben angeht. Finde es aber sehr cool, wenn die alle so einheitlich in Wüstenfarbe sind. Da ist der zweite Kano. Ja, ansonsten würde ich sagen, schreibt auf jeden Fall schöne Namensvorschläge rein, habe ich ja schon gesagt. Und die Wüste nimmt langsam Gestalt an. Ihr könnt natürlich immer noch Verbesserungsvorschläge und so reinschreiben, aber ihr merkt schon, also die Tools sind sehr begrenzt, hier so eine Wüste zu gestalten. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich glaube, wir haben das schon relativ gut gemacht. Also wir sind schon sehr, sehr weit. Wahrscheinlich wird die nächste Folge die letzte oder vorletzte schon. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich noch einige Dinosaurier mehr freilassen. Also hier haben wir schon einige. Also langsam nimmt das doch schon ordentlich Gestalt hier an, auch was Dinos angeht. Die verteilen sich auch sehr gut. Das gefällt mir. Ja, und ich würde sagen, falls euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.